Hallo! Ja, hier ist Neko. Willkommen zurück zu Zork, der Großinquisitor. So, das letzte Mal war ich ja in diesen unendlichen Gang und ja, ein bisschen spazieren und bin drauf gekommen, dass er echt unendlich ist. So, aber hier war ich noch überhaupt nicht. Tja, und ich weiß genau, Knabberzeug, Süßigkeiten, welch Augenweite für den ermatteten Abenteurer. Ja, Süßigkeiten und Getränke. Antaria Bunch, Diät Ballermann, Ballermann Classic, Antaria Bunch, Ballermann Light, ja und so weiter. Da sind noch Captain Frobos. Und was weiß ich, was das heißt. Und ein Sandwich, aber man braucht dazu Münzen und ich habe ja leider nur einen Geldschein. So, und dafür gibt es das hier, ein Geldwechsler, akzidiert, 5 Zock mit, 10 Zock mit, 500 Zock mit Noten. Tja, und ich habe eine 500 Zock mit Note. Wechseln. Und oh Wunder, aus dem Geldschein sind lauter Münzen geworden. 500 Sorgmits. Können wir die nicht einfach in irgendeinen Beutel stopfen? Tja, gute Idee. Dann mal eine Münze nehmen und anschauen. Ein Sorgmit. Gib nicht alles auf einmal aus. Nee, werde ich sicher nicht machen. Aber mal schauen. In Frobe we trust it with Ugly. 657 GUE. Okay, ich hab ne Münze. Ich hab ne ganzen Sack von Münzen, noch besser. Tadada. Was werde ich damit machen? Ich werde mal zu diesen Automaten gehen. Und ich werde die Münze mal reinschmeißen. Wie es sich gehört. Soll ich mal anschauen, was es hier alles gibt? Okay, da gibt es nichts. Also im Prinzip kann man so viel Münzen aus einem Sack nehmen, wie man will. Hier gibt es auch nichts. Und ja, das wichtigste immer. Plus ein Sandwich. Wie schön! Ein Eiscreme-Riegel. Ja. Kalt und einsam. Keine Sorge, kleines Eis. Wir sind ja da. Ja. Ja, sowas. Da ist ja was innen drin. Wer gibt's denn das? Noch eine Spruchrolle? Nee, das Eis ist weg. Nee, nur... Soll ich mit dieser blöden Spruchrolle? Okay, mal anschauen. Die Obidil-Spruchrolle. Kein Gnuster möglich. Nur ein Modeartikel. Aber das sind nur Gerüchte. In den Zauberprüfer damit und sie funktioniert wie jeder andere. Ja, ganz toll, aber das Eis wäre mir doch ein wenig lieber gewesen. Okay, ich habe eine Obidil-Spruchrolle bekommen, die ich in einen Zauberprüfer geben muss, damit sie funktioniert. Scheint will sie so nicht in meinen Zauberspruchbuch. Okay. Zurück. Tja, Sandwich gibt's keins, nichts zum Essen. Vielleicht Süßigkeiten. Ich weiß nicht, ob die... Einige davon waren schon in meinem Frischlingsjahr hier. Ja, okay. So, ich weiß natürlich, was ich genau brauche. Und zwar stand ja... Boah, schnell zeigen. Da. Wo stand das? Hier stand das? Nee, das war da oben. Genau. Warnung, der zuständige Chirurg von Geodech hat ermittelt, dass Zorksteine, Zorkrocks, in Verbindung mit kohlehaltigen Getränken schädlich sein können, da der Magen möglicherweise platzt. Tja, was es mit dieser, ja, Handschrift hier zu tun hat, werde ich gleich mal zeigen. Und zwar muss ich hier oben hin, zum endlichen Gang. Tja, damals, als ich das Spiel das erste Mal gespielt habe, habe ich ewig gesucht, bis ich herausgefunden habe, was es mit diesem unendlichen Gang eigentlich wirklich auf sich hat. Ja, man sieht ja schon, dass es violett geschrieben ist oder lila. Ich habe ja einen Spruch, Igram, alles lilafarbene wird unsichtbar. Igram. Den werde ich gleich mal anwenden. So. Und schon hat die Unendlichkeit ein Ende. Und schnell hinein. Sonst bleibt der unendliche Gang nämlich unendlich. Und nicht endlich. So. Juhu. Also, bis ich das herausgefunden hatte, dass ich das machen muss. Bah. Das war schon recht nervig. Jetzt habe ich einen Gang. Ganz toll. So, dann will ich mal schauen, was mir dieses Porträt hier erzählen soll. Dies ist eine Magicatronic-Notfallmeldung der Hexenmeister-Sendeanstalt. Mein Name ist Belbos, der Zauberer. Dies ist wahrscheinlich gar kein Test. Sollte ein Anti-Magie-Despot tatsächlich jede Magie aus dem Reich entfernt haben, ist es ihre Aufgabe, die folgenden drei verschollenen magischen Artefakte zu finden. Im Erfolgsfall wird die Magie zurückkehren.
Tja, und ich hoffe doch sehr, dass ich Erfolg habe. Tja, wäre schlecht, wenn es nicht so wäre. So, dann hier ist ein Spind. Das sieht irgendwie aufgebrochen aus. Da unten. Versager, Lusche! Hey, ja! Wem gehört dieser Spind nur? Naja, man wird es später noch sehen. Ich mache nichts mehr. Was ist das? Ein Klopfer? Sagt er nichts. Dies ist eine Zauberuniversität. Alle Türen sind Reiserhoff sicher. Okay, das scheint aus, als komme ich da nicht so einfach hinein. Schauen, was da ist. Noch eine Tür verschlossen. Und das ist... Findet die Kokosnuss von Quendor. Sie enthält das magische Wissen des Hexenmeisterkreises. Genug Wissen, um eine ganze Kokosnuss damit zu füllen. Versteckt, bevor die Magie verbannt wurde. Sie enthält den Schlüssel zur hohen Magie und macht angeblich eine ganz ausgezeichnete Piña Colada. Die Zauberin Igel hat 966 GU damit das große Meer befahren. Seitdem ward die Nuss nie mehr gesehen. Okay, anscheinend hat sie Geld zu verloren, oder wie? Naja. Jedenfalls, ich soll mich auf die Suche nach dieser Kokosnuss machen. Tja, im Hades gab es ja auch schon eine Anmerkung dazu, wo sie stecken könnte. Und zwar auf einer Insel. Aber egal. So, also die Kokosnuss steht für hohe Magie. Dann hier weiter. Findet den verschollenen Würfel der Entstehung, einen von 17 Grundsteinen, die unsere Existenz bilden. Der Würfel, der die Macht der Mitte birgt, wurde angeblich bei einer Partie Doppelfanucci von dem Schurken Antaria Jack gewonnen, der in Port Fusel eine Spielhalle betreibt. Da die Quellen hochgradig alkoholisiert waren, konnte diese Information nie endgültig verifiziert werden. Also gut, Anterior Check hat anscheinend diesen Würfel, den werden wir also wieder aufsuchen müssen, und zwar Anterior Check, aber egal. Gibt es noch einen Gang, den ich noch nicht gesehen, dass wieder eine Tür mit der Klopfen? Das ist ein Schädel. Findet den Schädel von Yoruk, der das Geheimnis der niederen Magie enthält. Der mächtige Schädel hat Kriege verursacht, Reiche begründet, Städte zerstört und trotzdem seinen ursprünglichen Glanz bewahrt. Der Schädel wurde im Jahre 948 in der Nähe des historischen Weißen Hauses von einem Trupp Grus gestohlen. Geht zu den Zeittunneln, denn dies ist der einzige Grund, weswegen wir sie vor Äonen erbaut haben. Sie hörten eine Magicatronic-Notfallmeldung der Hexenmeister-Sendeanstalt. Dies war kein Test. Wäre dies ein Test gewesen, hätten Sie einen unangenehmen Ton gehört. Dieser hätte sich in etwa wie folgt angehört. Boah, weg. Mann, blöder Ton. Okay, also dieser Schädel scheint von Gruß entführt zu sein. Tja, irgendwo in der Nähe des Weißen Hauses. Und den müssen wir auch suchen. Also diese drei Gegenstände sind es, die wir auftreiben müssen, sollen, irgendwie bekommen. Tja, okay. Aber vorerst habe ich hier eh nichts mehr zu machen, außer dass ich hier hingehe. Und zwar zu diesem Automaten. Und ich weiß gar nicht mehr, wie man hier Münzen überhaupt aufnehmen kann. Es gab irgendeine Schnelltaste, aber egal. So, nämlich werde ich mal probieren. Zwei. Nein! Ich hasse sowas. Ja, ich auch. Und zwar, wenn man hier diese Zahlen drückt. Geht hier dein Spind auf? Nee, komm, da oben will ich hin. Ganz toll. Also im Prinzip. Stern dir hier irgendwo, ja. Der Süßigkeitenautomat ist mit den Spinden irgendwie zusammengeschlossen und ich brauche dieses Zork mit. Ah, diese Zork Rocks. Die sind auf 8. Na toll. Da komme ich nicht rein. Aber egal. So, ich will noch mal schauen schnell, bevor ich das mache. Was das sich geöffnet hat. Wie gewinne ich im Doppelfanucci? Sagen wir mal so, geben Sie sich die besten Karten und stellen Sie dem Gegner alle guten Karten. Behaupten Sie, Sie sind am Zug, auch wenn es nicht wahr ist. Jammern Sie ständig.
Hier ist ein super Trick. Ein befreundeter Magier könnte einen kleinen Yomin-Zauberspruch sprechen, damit sie im Gehirn des Gegners lesen können. Sollte er keines haben, ist ein Gunfu-Spruch, der den Gegner in eine Parallelwelt schickt, hilfreich. In der Zwischenzeit können sie die Karten vertauschen. Sollten sie nach seiner Rückkehr immer noch verlieren, empfiehlt der Autor einen Bayala-Deformationsspruch, der die Hände des Gegners in, sagen wir, Pflastersteine verwandelt. Dann können sie ungestört betrügen. Sie können ihm natürlich auch die Hände fesseln oder an den Kopf nageln. Tja, wie es gerade beliebt. So, natürlich gibt es wieder diesen Zauberspruch. Ja, vereinfacht Instruks. Egal. Wie gewinne ich im Doppelfanucci? Spielen sie es gar nicht. Das ist auch eine Idee. Tja, Glücksspiele sollte man sowieso lassen. Wenn man vereinfacht Instruktionen. Ja, so hieß der. Ach. Egal. So, also ich muss jetzt noch diese Zwergmütze hier hinausbringen und ich kann da unten hin. Da ist irgendeine Öffnung. Und ja, jetzt kommt endlich der Staubsauger zum Einsatz, den ich am Anfang bekommen habe. Mal schauen. Und wo war das die ganze Zeit? In meinem Inventar. Könnte das sein? Tja, und mal schauen, ob ich die Zwerg Rocks so auskriege. Yeah. Ta. Zock Rocks. Aha. Die schmackhaften Sorgsteine. Gut vermarkteter, ziemlich instabiler Zauberspruchabfall mit roter Lebensmittelfarbe, damit die Kids drauf abfahren. Okay, ja, ich habe Zock Rocks bekommen. Und mache ich das Ding wieder zu? Die Sorgsteine haben das Maschinchen wohl etwas angeröstet. Wohl doch nicht so perma, was? Lass es liegen. Ja, okay. Es hat seinen Dienst erfüllt, anscheinend. Unser niedlicher Staubsauger, der uns von Anfang an begleitet hat. Ja, ich werde ihn hier stehen lassen. So. Okay, egal. So, bevor ich zeige, was ich mit den Zwergrocks anstelle, werde ich hier wieder speichern und ich hoffe, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Also, bis zum nächsten Mal bei Zork, der Großinquisitor.